Lassen Sie sofort die Waffe fallen und kommen Sie mit erhobenen Händen heraus. Gaffer. Ganz wichtiges deutsches Wort. Gaffer. Wie schreibt man? G-A-F-F-E-R. Worum geht's denn? Es wird gerade eine Bank überfallen. Banküberfall? Ist noch keiner tot. Noch keine Toten. Hey Chef, Polizisten. Ja, nu, die sind immer bei einem Banküberfall dabei. Die sind bei Bus. Bei unserem Bus? Hallo Sie, Fräulein, was machen Sie denn da? Schon mal was von Feuerwehranfahrtszone gehört? Ich gebe zu, der Wagen hat da jetzt einen Tick reingeragt. Der stand voll da drin. Das kann man jetzt natürlich schwer feststellen. Gut, wir fahren ihn einfach weg. Nee, jetzt ist er am Hafen. Ich habe hier 10 Ausländer. Nein! Die müssen dringend zu einem Empfang. Ich habe zu Hause 3 Kinder. Die müssen jeden Morgen dringend in die Schule. Und parke ich deswegen in der Feuerwehranfahrtszone? Ja, aber... Hey, Chef, lass mich mal machen. Pass auf. Hier, hast du gesehen? $500. So, jetzt sagt der Nacke da vorne, soll Bus wieder hergeben. Ihnen geht's wohl zu gut. $500. Okay, okay. Hier, 1000. Jetzt mach aber mal hin, Mädel. Das ist Bestechung. Nein, das ist Brauchtum. Sie müssen das so sehen. Wir haben Schublattler und die haben Backschisch. Und haben wir uns nicht alle vorgenommen, ein bisschen toleranter zu sein? Ich hätte richtig Lust, dir eins auf die Schnauze zu hauen. Was? Was? Ich hätte... Wie schreibt man? Was? B-A einfaches S. Tja, dann müssen wir jetzt hinterher. Wenn die Holzköpfe nicht aussteigen wollen, dann können doch wir nicht dafür. 20 Minuten, dann ist die Bundestagsvizepräsidentin beleidigt. Wie sagt man so schön? Der Letzte beißt vom Hund. In den Hund, Frau Helga, in den Hund. Mal Kurzstrecke, bitte. F-Mark 50. Jo. Das kann ich nicht wechseln. Ich hab's aber nicht kleiner. Da steht, Fahrgeld möglichst passend bereithalten. Das ist so passend wie möglich. Passender habe ich's eben nicht. Ja. Hey, Chef, wie viel, ne? Nee, Moment, Herr Ahmed, also das passt nun wirklich nicht. Vorschlag, Sie nehmen den 100er und ich verzichte auf mein Wechselgeld. Das geht nicht, dann stimmt meine Kasse nicht. Ja, also was denn jetzt? Soll das etwa heißen, dass wir nicht mitfahren können, oder wie? Mitfahren können Sie schon. Sie haben halt keine Fahrscheine. Und das stört Sie nicht? Für Fahrscheinkontrolle bin ich nicht zuständig. Das hätten Sie doch auch wirklich gleich sagen können, Mann. Nervt, nervt, nervt. Fahrscheinkontrolle, die Fahrscheine, bitte. Entschuldigung, ich glaube, ich muss Ihnen da ganz kurz was erklären. Die Herrschaften hier, das sind alles Ausländer und... Danke. Eine Monatskarte? Das finde ich jetzt aber nicht okay. Das hätten Sie mir doch wirklich vorher sagen müssen, Mann. Da kannst du kaufen. Überall. Kiosks. Überall. Ganz billig. Habe ich genommen, gleich ein paar mehr. Hier, reicht das? Sie heißen Ahmed Ben Gazza? Giesbert. Hier steht aber nicht Ahmed Ben Giesbert. Sie brauchen eine Karte auf den Namen Giesbert. Der Fahrer hat gesagt, wir brauchen keine Karten. Ich habe gesagt, für Fahrscheinkontrolle bin ich nicht zuständig. Das habe ich gesagt. Es hörte sich aber so an, als wenn wir keine Fahrscheine bräuchten. Natürlich. Ich bin für Fahrscheinkontrolle nicht zuständig. Hört sich ja fast genauso an, wie Sie braucht keinen Fahrschein. Entschuldigung, aber ich glaube, es heißt entweder als ob oder wie wenn, weil Sie haben gesagt... Jetzt nicht, Frau Hilger. Ich habe mich aber korrekt gemeldet. Sie kommen jetzt mal mit. Ich will ins Rathaus. Hier ist aber der Schlachthof. Egal, was hier ist. Für Sie ist hier Endstation. Endstation? Wie schreibt man? Fräulein, Sie machen da einen schwerwiegenden Fehler. Aber meinetwegen, Klasse Giesbert, bitte melden. Wir steigen aus. Brosche!
Mann, ich wollte doch bezahlen. Dann werden Sie das jetzt nachholen. Das macht 60 Mark erhöhtes Beförderungsentgelt. Ja, wo ist das Problem, hä? Was soll denn das werden? Monopoly? Lassen Sie mal, Herr Ahmed, ich krieg das schon hin. So, hier. Da kann ich leider nicht rausgeben. Dann schicken Sie mir die Rechnung und ich überweise es Ihnen auf Ihr Konto. Nee, so nicht. Sondern? Entweder Sie kommen mit in die Zentrale oder Sie geben mir den 100er und kriegen das Wechselgeld später rückerstattet. Ich hätte richtig Lust, dir eins auf die Schnauze zu hauen. Wir laufen. Wer ist dafür? Eine für jede. Alles für eine. Da kommt jetzt den Autobus. Ich komme auch selten in die Stadt. Früher, als meine Mutter noch lebte, bin ich zweimal die Woche gefahren. Einmal dienstags und einmal donnerstags. Ja. Herr Chef, Rathaus ist da. Andere Richtung. Herr Ahmed, ich will jetzt wirklich nicht böse werden, aber ich trage hier die Verantwortung. Und da müssen Sie schon mir überlassen, wo das Rathaus liegt. Das Rathaus liegt dort. Naja, die paar Meter. Ich kann nicht mehr. Wir müssen aber weiter. Aber nicht mit dieser geblasenen Fusse. Wie schadet. Sie warten auf mein Kommando. Sonst hält keiner, so ist das bei uns. Wie viel? 5. Und los! Was hab ich gesagt? Ich geb hier das Kommando. Und los! Sicke! Mach die Tür zu, du Arsch! Das ist ein Notfall, Mann! Sie machen sich strafbar wegen unterlassener Hilfeleistung! Hey, was soll der Scheiß?